Gaming-Laptops sind schwerfällig, dick, richtige Monster und kaum zu bewegen, mitnichten. Hier bei mir im Testcenter ist der Omen Transcend 16, ein astreiner Gaming-Laptop von HP. Und den packen wir jetzt mal aus. Mein Name ist Daniel Bader und herzlich willkommen zum Unboxing. So, ausgepackt, zack, was sehen wir hier? Ganz wichtig, 2 Jahre Garantie mit vor Ort Hardware Support. Das ist neu von HP und eine ziemlich coole Geschichte. Fällt der Laptop während der Garantiezeit aus und ihr bekommt das nicht hin, ab ans Telefon anrufen, dann wird erst eine kurze Online-Analyse durchgeführt und wenn es nichts hilft, dann kommt auch ein Techniker direkt zu dir nach Hause und repariert das. Wenn das nicht schafft, kriegst du ein neues Laptop. Coole Sache. Hier mit im Paket gibt es von HyperX ein Headset. Und zwar ein Gaming-Headset. 2 Jahre Garantie. Coole Sache. Hier nichts drin. Aber jetzt kommen wir zum Hauptakteur. So. Nehmen wir noch genau mehr raus. Und was ist hier drin? Hier haben wir noch ein Stromkabel. So, weg damit. So, das Headset ist cool. Hier ist die Stromversorgung. 280 Watt Netzteil. Das heißt schon, da geht viel Blubber drüber. Und hier haben wir den 16 Zoll Omen Gaming Laptop. Klappen wir ihn mal auf. Was fällt auf? 240 Hertz Wiederholrate, wird mir hier gesagt. Das Screen ist matt, relativ spiegelfrei, schöne Sache. Filigran verarbeitet ist das Gerät auf jeden Fall. Hier die beiden Scharniere, die das Display und den Body zusammenhalten. Sieht gut aus. Machen wir mal einen Handtest. Nichts klappert. Sehr relativ hochwertig, würde ich mal sagen. Müssen wir natürlich noch genau überprüfen. Hier ist der Powerknopf, den schalten wir mal an. Hier, das sind so die typischen Gaming-Tasten, WSAD zum Manövrieren ohne einen Controller. Hintergrund beleuchtet, 3 Zonen, RGB-Tastatur, blau, rot und gelb. Hier haben wir den Lautsprecher, der ist frontseitig eingearbeitet. Ich würde mal sagen, geschätzte 5-7 Sekunden braucht das Gerät, bis Windows 11 bereitsteht zum Hochfahren. Ich würde sagen, werfen wir doch gerade mal einen Blick in den Gerätemanager. Das Touchpad lässt sich relativ gut bedienen. Okay. Wohlgemerkt, das ist jetzt ein erstes Hands-on. Wir müssen das Gerät natürlich noch richtig durchnudeln im PC-Tip-Testcenter. Schauen wir uns mal den Prozessor an. Das ist ein 13. Generation Core 9 1300HX. Dann haben wir eine Grafikkarte vom Schlag RTX 4070. Ich würde mal sagen, eine ambitionierte Mittelklasse-Grafikkarte mit Hang zu mehr. Aber für einen Laptop würde ich mal sagen, durchaus Tuchfühlung erste Liga. Dann möchte ich mal noch, also wie gesagt, das Display 240 Hertz, das lieben Spieler. Wenn die Wiederholrate hoch ist, dann ruckelt hier nichts oder wenig. Dann können wir mal vielleicht noch einen Blick auf das System werfen. Was habe ich gesagt? Ein Core i9, 13900, der läuft mit 2,2 Standard, geht aber hoch über 5. 32 GB RAM und Windows 11 in der Home-Variante. Die neuesten Updates sind drauf. So, das ist mal der erste Eindruck von dem Gerät. Alles Weitere würde ich mal sagen, lest ihr im Test vom PC-Tipp. Hat euch das Unboxing gefallen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Links und rechts oben gibt es weiterführende Videos.
Mehr Infos zum Produkt gibt es unten in diesem Video. Und wenn ihr unseren Kanal mögt, dann abonniert ihn. Mein Name ist Daniel Bader und bis zum nächsten Mal.